Grüßt Leidels, Welle wieder da und weiter geht's mit Space Horror in Dead Space Teil 2. Wir haben in der vorigen Runde. Ja, was haben wir denn gemacht in der vorigen Runde? Naja, sind wir von der Ishimura wieder entfleucht und jetzt wieder Retour auf Titan. Und was wir jetzt lernen, ist mir vollkommen unklar. Also, keine Ahnung. Mal schauen, wo sie uns hinschicken, was für Ideen das aufkäme zwischen Strauss, Ellie und Isaac. Verdammt, jetzt weiß ich nicht einmal mehr, wie der Haupttöter heißt. Gut, checken wir mal unser Journal. Reunite with Ellie. Aha. Naja, warum sind wir gegangen in the first place? Das ist die große Frage. Wo muss ich hin? Da haben wir. Wait your turn. Das ist wieder Titan, I figure. Das war die große Frage das letzte Mal, ob. Hoppala, hab ich. Ob das jetzt wieder die Ishimura ist im Trockendock oder ob das Titan selber ist. Ist dort. Man weiß es nicht. Zumindest nicht genau. Und da geht's bergab. Ha! Netter Versuch, Arschloch! Also die Sand, das ist jetzt schon die Hardcore-Variante von den Viecher, die schwarzen. Und sie sind trotzdem relativ leicht downable, wenn man es einmal erwischt. Aber ob 6 Sägen und die. Ah, next. Das ist genau, was ich gemacht habe. Ah, fuck. Oh, fuck. Okay, das war schlicht und ergreifend zweit einige wagt in die Höhle des Löwen. Es ist so scheiß finster, ich sehe nicht mehr, wo es herkäme. Sie natzen mir einfach weg, ohne dass ich es mitkriege. Deprimierend das ist. Ja. Die Munition für den Planenöffner. Vielleicht sollte ich gleich Flammenöffner nicht mehr. Probieren wir die ganze Sache mal mit Flammenwerfer zu bearbeiten. Naja. Naja, so schlecht nicht. Problem ist, da waren auch noch irgendwelche Explosionsviecher dabei. Da kam überhaupt nirgends mehr hin. Thank you.
Point? Wie können die nach hinten, verdammt? Ich bin doch noch vorbeigegangen, kurze Dirken. Unglaublich. Wieso ploppen die hinter mir? Das ist ja überhaupt nicht ein. Das ist ja wirklich nicht ein. Was ist denn der scheiß Random Spawn? Man sich denkt, naja gut, man hat dann immer wieder mal Verschnaufpausen. In irgendwelchen. Why did you do it, Strauss? I can't face it. I thought I only could. I had to make step three. What can't you face? What's the last step? Her. It's what they were afraid of, that I'd face her and destroy the marker. But it's too much. You have to help. You need to see step three. Strauss, du blöder Stück Scheiße, was hast du mit der Ellie gemacht? Da alles derartig im Eingang. Ja, und da geht es jetzt schon wieder los mit, alles ist mit dieser organischen Masse überzogen. Das heißt, die Nekromorphen, die assimilieren auf Dauer selbst die Technik. Das wird alles, das geht alles in Nekromorph-Status über. Nicht nur organische Opfer, sondern auch technische. Also es ist im Prinzip some sort of terraforming. Nichts zum Verkaufen, ja, lag. Alright, kaufen Ammo. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und ein bisschen hiervon. Passt. Fühlt man sich da wirklich gleich viel sicherer. Und speichern. Eigentlich sollte man nicht vom Rechner sitzen und Computer spielen, sondern Olympiade schauen. Die läuft ja jetzt seit gestern, vorgestern.
Nur irgendwie habe ich auch Brasilien und auch keinen Bock. Was wird sich da? Ich weiß genau. Ein bisschen E-Sport. E-Sport kommt mir derzeit wesentlich. Aber falls ich irgendeinen österreichischen Triumph bei den Winterspielen versamme, dann bitte sagt mir das, was ist das? Das sind Eier. Okay. Jetzt aber weiter. Nimm Schweinsgalopp. Da rein, nur leider dicht. Was ist los? Wir müssen uns wieder einen Workaround suchen. Okay. Finster wie im Rattenarsch, Duda, Duda. Sind das Ding? Nicht. Die Tier soll es eigentlich sein. Mecklisch, Mecklisch ist nicht dies. Na gut, dann halt nach unten. Oh Mann! Was mich ein wenig anzieht, ist, dass die Leute, die Gegner, von hinten kommen. Aus Gegenden, die eigentlich geklärt sind. So, warte mal, jetzt muss ich kurz mal schauen, wo das. Aber eigentlich immer auf dem Kontostand schauen. Ja, passt. Ja, noch einmal in die Finsternis. Nur die Augen. Richtig widerlich.
So, sollte ich jetzt noch wieder umgehend looten und die ganzen Monster killen? Ich glaube, das war nicht schlecht. Und dann erst den Weg nach unten antreten. Also das haben wir schon gesehen, dass es da nicht weitergeht. Und da gibt es dann nichts mit so einem Tor im Prinzip. Doch. Health abgreifen, immer gut. Werden wir brauchen. Also ich kann mich erinnern, ich hab bei den... Ich hab bei dem Spiel in den Settings die Helligkeit nicht umgestellt. Das ist von Haus aus so finster und das ist ja auch für die Atmosphäre ganz wunderbar. Also ich spiele das Ganze auch mehr oder weniger im Finsteren mit geschlossenen Vorhängen und kaum Licht im Raum. Nur es ist zur Orientierung schon ein Pain in the Kiste, heißt das, kann ich auf jeden Fall versprechen. So. Und da ist dann losgegangen, dass wir von alle Seiten in die Fresse spawnen. Auf unerklärliche Art und Weise. Seiten, das ist so richtig scheiße. Richtig zart. Run! Dammit, was war da noch? Ah, Tentakel-Baby. Tentakel-Babys an blöden Positionen, wo er... Was ist denn? Ziemlich gefährliches in Sicherheit liegen. So, warte, haben sie genau da mit dem Auto rauf, was? Achso, naja, klar. Na? Okay. Ich hätte die gute Batterie hin. Das war es kein Mensch. Auf wahrscheinlich. Das Ding jetzt wieder aufgezahlt. Gott. Na! Da ist er kaputt, warte mal, ich will die Game mitnehmen.
Scheiß und macht so paranoid fürs Game. Oh hell, oh Licht. Einigermaßen zumindest. Ah Gott, ist das herrlich. Da kommt was. Da kommt was. Ich muss genau sehen. Oh, ich hab mehr Aufwand. Oh shit. Oder Babys, oh Scheiße. Oh fuck. Tja, das ist eine trügerische Sicherheit, die das Licht präsentiert. Das ist ja in Wirklichkeit so, ne? Wenn es hell ist, kann ich. Kann gar nichts passieren. Das ist natürlich Bullshit, weil die Viecher ist die Lux-Zoll wirklich vollkommen wurscht. Da, noch so einer gelegt. Okay, Scheiße. Alter. Entschuldigt meine Rumprofanerei. Aber das ist ja eine Rodelfahrt des Grauens, was das Spiel mit mir macht. Jetzt muss man reisen. Das war ja ein Monster-Passage, bist du narrisch? Da fliegt mir doch das Höschen weg. There you are, Isaac. We've been waiting for you. Now it's your turn. Oh God, Ellie, step free. Ellie, you owe me an eye, you bastard. Und wieder weg. Gott, das hat sie aber gut überlebt. Ich weiß nicht, ob man das in Wirklichkeit auch so gut wegsteckt, wenn einer mit einem Schraubenzieher ist. Auch aus dem Sockel, außer Pult. Die kann man sich ja nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ah. Was? Ah, das ist wieder. Na, das war echt. Yikes. Ellie lied. She won't help. But you Isaac, he's run off. Deeper into the mines. I've got problems on this end too. Get somewhere safe. I'll try. Space anus, goddammit. Was ist das? Oxygen, hoffentlich. Ja, und wohin? Nein, da eine.
Scheiße, kein Ammo mehr, ja genau. Noch einmal, Jackson. Da eine! Durch den Laser ohne Ammo. Spitze. Ganz glorreich. Ja, ich komm da nicht rein, wenn ich das Zeug da nicht wegnetz. Kann ich das wegnetz? Nein, nein, Moment, ganz anders. Die muss die da wahrscheinlich wieder mit irgendwelchen Thrustern ausjacken. Haben die sowas? Ach Gott! Nette Station, Kruzifix. Das da. Was ist das? Das ist so ein Ding. Das ist auf jeden Fall so ein Thruster. So, du blockierst mir schon mal einen Eingang, die ich werden wir gleich mal wegballern. Da kommt er drauf. One less. Und ich muss noch mal zur O2 Station, sonst geht sich das nicht aus. Was ist für ein? Na, muss da richtig drauf. Was sind das für Blödsinn? So. Ah, der hat schon einen Thruster. Der Pop muss weg. Der hat schon einen Taster. Wunderbar. Ah, kann es ja weitergehen. 150 Sekunden noch. Atemluft. Ah, Mo. Ah. Also cool, wie das Plasma oder das Napalm oder was auch immer da rauskommt aus dem Flammenwerfer, wie das noch brennt, finde ich ganz nett. So, und schon wieder kann man tief durchschnaufen. Jetzt brauche ich Ammo. Jetzt ist nämlich alles gut. Ja! Ellie, I'm back inside. Where are you? Where's Strauss? I'm safe for now, but he's lost it. I think he's coming for you. I found something you're gonna want to see. Here's my location. Hurry and get here. I'm not in any shape to be fighting. I'll get there as soon as I can. Stay safe. In no shape to be fine. Mit einem Auge. Ja, wie gesagt, das geht ja auch nicht ohne Trauma normalerweise. Das kann ich nicht vorstellen, dass sie da noch so gut drauf ist. Aber sie ist eine taffe Lady. Weil ich jetzt mal so richtig schön chauvinistisch ausdrücken darf.
Das, die haben sie angesoffen, bevor sie abgetreten sind. Wo ist der Aufzug? Drüben ist das Tor und ich brauche extrem dringend. Und dazwischen liegt wieder eine finstere Kaverne. Da geht er schon wieder los. Okay. Wow! Habt ihr meinen Health gerade gesehen? Da war nicht mehr viel da, verdammt, ich hätte es fast übersehen. Geh weg! God damn it! Na, Akelek! Jetzt komme ich noch nicht zum Store durch, ich weiß es nicht. Und am wenigsten sind die Safe Stations immer so schön strategisch platziert. Dass nicht boah, so viel passieren kann beim Sterben. Und da unten kommt der Tentakuloid. Amo. Ah, Gott. Schön langsam, schön gemütlich. Wir haben ja keinen Stress. Wo sind die? Da unten. Okay, geht nicht mehr. Flammen öffnen für die anderen. Wow! Easy.
Easy. Sicher noch. So ist es nicht. Und jetzt Wort. Fuck you, du Arsch! Mein Gott! Fuck! Hat sich der eine jetzt angeschlichen? Das hat man gesagt, als hätte er hinter mir gewartet! Warte mal, ich lade mal lieber hin. Nein, der Flammenwerfer ist eh voll aufgeräumt. 8 Schuss plus Flammenwerfer. Für ist nicht. Die Richtung stimmt, aber sie führt mich weg vom Store und dabei will ich doch zum Store ganz dringend. Attention shift workers. Your work practices are being monitored at all times. Please show pride in your work. Ja. Ich muss jetzt aufschießen. Please show pride in your work at all times. Dass man bloß keiner meckert. Hier wird ausschließlich gerne gearbeitet. Irgendwas Basepickel. Au! Ah, da ist was. Die schießen zum Glück genau einmal und dann ist er aus, oder? Da ist der Mann. Die machen ganz schön Aua. Richtig Aua. Unangenehm. So, komm. Konzentration. Könige. Whoa! What are you doing? You have to face her for me! Tell her I didn't mean to do it! Source, it's me! See her! It's Isaac! Tell her! Mish, 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 so much for Strauss. Mit Strauss is aus. Ich doch eigentlich nur zum Store. Nein, ich bewege mich nicht durch die Scheißmine keinen Meter weiter als ich muss. Das ist ja echt widerlich da. Moment, jetzt bin ich wieder mal wo. So, weil jetzt die Tür da aufgeht. Wozu war der ganze Umweg jetzt gut? Die ganze guturalen Geräusche die ganze Zeit. Jetzt wieder ein. Shut up! Shut up! The marker? It was you. You made me do it. You made me kill it! Didn't you? How would this be? You haven't come to comfort to who I am. Who am I, Isaac? I will ask you one more time before the end. Be ready! Who am I? Who am I? Naja, die Vermutung, dass jetzt das Ganze das und Strauß. Oh mein Gott. Ah, stopp! Das
Kiste oder wo ist die Leiche? Da ist die Leiche. So, umkäme. Naja, es ist eben kein Passage wirklich sicher. Es ist nichts sicher in dem Game. Objective, ja, was wo? Unten? Na, nach oben. Boah, kein Aufzug, zerquetscht. Shit, und das ist ein verdächtig großer Aufzug. Also nach dem Motto, lasst uns eine bewegliche Arena bauen. Ich hoffe, nein, natürlich nicht. Meine Hoffnung war, dass direkt im Aufzug weitergeht. Das war meine Hoffnung. Falsch gehofft. Ah, warte mal. Wir fahren wir da weiter vorne, damit wir noch ein wenig looten. Wow, jetzt hatte ich jetzt speichern. Oh, no, no, was war das? Oh, come on! Bring him on! Na, was mache ich? Was tue ich? Ah. Ja.
Gott. Okay, sagen wir mal, geht das? Ist das hier das Game mag nicht wirklich, dass man seine Freude an ihm hat. Oh. Because you are my everything. And if I let you go, I've got nothing left. Step four. Acceptance. Now you're ready to finish this. Was bei allen Göttern will das Ding? Boah, das ist eine Achterbahnfahrt. Bist du belebt? Richtig arg. So, Speicherstände sind alles wieder gut, aber aus. Nur von vorne anfangen. Und einkaufen. Ganz viel Sachen einkaufen. Ganz schnell. So, zum Verschärfen haben wir quasi nicht wirklich was. Ein bisschen von dem Zeug und den Rest brauchen wir allerdings. Es ist nicht wirklich viel Kohle da. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir noch. Na, ich hab das Geld auch gekauft. Aber nicht zu viel. Der Rest geht wieder in die Ammo. Das ist ohne Ammo aber unerträglich. Gut, gespeichert haben wir. Aufmagaziniert haben wir. Speichern wir noch einmal. Da wird man das nächste Mal nicht mehr machen müssen. Na, da nochmal drüber. Ja. Und vollkommen fertig. Zitternd, schwitzend, stinkend, schweißüberzogen. Verabschiede mich aus dieser Runde von Dead Space 2. Ich hoffe, ihr habt es genauso mitgefiebert mit dem Wahnsinn da auf Titan, wie ich oder der Isaac Clark, oder was das ist, jetzt weiß ich wieder, ganz am Anfang haben wir die Frage gestellt. Und ja, was dieses Wesen, das sie immer wieder in Form von seiner Ex, seiner verblichenen Ex ins Hirn schleicht, das definitiv ganz eng mit dem Marker und dem ganzen außerirdischen Irrsinn, der da passiert, zusammenhängt, eigentlich will. Dem Mysterium werden wir das nächste Mal wieder ein bisschen weiter nachgehen. Bis dorthin wünsche ich euch eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Weile dabei, out.